liebe Zuschauer, heute zeige ich euch eine weitere Erweiterung von King of New York Power Up. Dabei ist die Box am Anfang ein bisschen verwirrend, sofern ihr beide Editionen habt, also King of New York und King of Tokyo, weil da vorne steht ja drauf King of New York. Da denkt man erst einmal, okay, das sind Power-Up-Karten, Evolutionskarten etc., ein Monster, alles für King of New York, aber auf der Rückseite steht dann nochmal drauf, erobert New York und Tokio in dem Fall. Das heißt, Mega Shark taucht aus den Tiefen des Ozeans auf und eure Monster entwickeln sich weiter. Der Kampf um New York geht in die nächste Runde. Wer wird König von New York? Schauen wir uns einfach mal die Box an. Dann kann ich auch ein bisschen mehr dazu sagen. Was natürlich nicht fehlen darf, ist so ein Mega Shark. Natürlich typisch, der sammelt ja schon quasi die Monster. Das ist natürlich immer cool und das ist quasi schon oftmals der alleinige Grund, sich so eine Box zu holen, weil neue Monster sind einfach cool. So, und hier haben wir in dem Fall die beiden Stapel in dem Fall für King of New York und King of Tokyo, heißt quasi, man hat jetzt Evolutionskarten wieder für beide Spiele. Ich drehe es am besten nochmal um. Und am Anfang bekommt man oder man nimmt sich praktisch die 8 Evolutionskarten, die zu dem jeweiligen Monster passen. Und deswegen gibt es hier auch so viele Karten mittlerweile. Sind wahnsinnig mehr. Wir haben sie mittlerweile alle separat in der Box dann drin, was die ganzen Monster dann angeht, für New York bzw. Tokio. Das heißt, man legt schon eine dieser Evolutionskarten vor sich. Ich wollte nämlich den Mega-Shark dann rausholen, weil der nämlich neu ist. Und man kommt zur Evolution, wenn man natürlich mindestens 3 Herzen hat, dann zieht man praktisch 2 Evolutionskarten und behält dann eine auf der Hand, ohne sie zu zeigen. Und die andere wirft man natürlich ab. Interessant sind natürlich die Texte. Jetzt könnte ich wieder alles vorlesen, aber mir geht es insbesondere darum, was dieser Mega Shark an Neuigkeiten dann bringt. Und genau den schaue ich mir am liebsten an. Natürlich das typische permanente Evolution, temporäre sind natürlich wieder dabei, sind auch gekennzeichnet, ob es dauerhaft oder nur einmalig gilt. Und da sind ein paar kleine Besonderheiten drauf. Jetzt schaue ich mal, wo ich die eine habe. Das ist das Übliche, wenn man extra Punkte erzielt. Gut, wenn du einem Monster in Tokio Schaden zufügst, kannst du einen Preis in Energie nennen. Wenn dir das Monster den Preis bezahlt, verliert es keine Leben, muss Tokio aber verlassen. Das ist ganz witzig, oder? Ja, das ist die cool. Böse Überraschung, wenn du Schaden erleidest, kannst du böse Überraschung abwerfen. Also diese Karte in dem Fall, um eine Evolutionskarte zu ziehen. Wenn es wieder eine böse Überraschung sein sollte, decke sie auf. Das Monster, das dir Schaden zugefügt hat, verliert 3 Herzen. In beiden Fällen mischst du deine abgeworfenen Karten in deinem Evolutionsstapel ein. Das ist natürlich ganz cool. Es sind natürlich immer ein paar Effekte dabei. Das war in dem Fall Tokio. Tokio spielen wir eh, wenn die Frage kommt, was spielt ihr eigentlich häufiger? Wir spielen eher King of Tokio. New York macht das ganze Spiel ein bisschen schwieriger, aber ja, wir gehen dann doch eher zu diesem einfachen, geselligeren Tokio über. Ja, New York, klar, mit Plättchen natürlich macht das Ganze ein bisschen umfangreicher, ein bisschen anspruchsvoller, aber da haben wir auch schon etliche Videos gemacht, übrigens, was auch die ganzen Erweiterungen angeht. So, jetzt schauen wir es uns mal an. King of New York in dem Fall, da war auch 2 waren dabei. Ja, die eine kann ich mal durchlesen, weil 2 fand ich ganz cool. Zu Beginn deines Zuges kannst du Meat High und 3 Energie an ein Monster in Manhattan geben. Zu Beginn des Zugs dieses Monster verliert es 1 Herz, wenn es dir keine 6 Energie bezahlt. Wenn es bezahlt, nimmst du Meat High wieder zurück. Das ist ganz cool, die Karte. Das war die eine. Wo habe ich die andere? Das ist das Typische in dem Fall. Böse Überraschung gibt es natürlich auch hier. Darf nicht fehlen. Ich lese noch eine vor. Wenn du einem Monster in Manhattan Schaden zufügst, kannst du einen Preis in Energie nennen. Wenn dir das Monster den Preis bezahlt, verliert es kein Herz, muss aber Manhattan verlassen. Ihr merkt schon, um was es da geht. Natürlich Meat High, Karten High gibt es auch nochmal, um zusätzliche Powerkarten zu ziehen. Also richtig cool. Fragt sich natürlich, braucht man diese Powerkarten? Man braucht sie nur, wenn ihr quasi auch oft spielt, King of Tokyo. Und wenn ihr sagt, das reine Würfel kommt mir zu wenig. Ich möchte auch neue Karten haben, die bereits vor mir ausliegen, meine eigenen haben. Und davon kriegt ja jedes Monster eine gewisse Anzahl. Dann ist die Box auf jeden Fall was für euch. In dem Fall habe ich es euch jetzt mal ohne Elias vorgestellt. Der Elias ist ja großer Fan dieser Reihe und ja, ich glaube, damit haben wir wieder alle Erweiterungen zum aktuellen Stand euch gezeigt, was es so gibt. Es gibt natürlich viele Kleinigkeiten, viele Promokarten und gerade die Monster sammelt natürlich der Elias. Wenn der ein oder andere mal eine
Übersicht weiß, wo es das gibt, eventuell auf BoardGameGeek, der kann das gerne mal in die Kommentare schreiben, weil es gibt sicherlich bei weitem noch mehr, vielleicht Promos etc. Wir haben zwar schon einige, wir sammeln groß eigentlich gar keine Promos mehr, weil es da eigentlich zu jedem Spiel was gibt, aber King of Tokyo ist ein echt cooles Spiel und ja, da gehen einem die Monster gerne aus, da bedient man sich auch immer wieder neueren. Also insgesamt eine Box, die ich empfehlen kann, allerdings nur für Spieler, die praktisch eine von beiden Editionen haben, idealerweise beiden, und die gerne das oft spielen und gerne auch mit diesen Evolutionskarten spielen, weil da steckt auf jeden Fall einiges drin und auch dieses neue Monster. Ich finde es schon auf eine Art und Weise cool. Es muss natürlich rein, weil ich glaube, ohne diese Monster, da kann man sich dann schon überlegen, braucht man die Box oder nicht. Aber in dem Fall, ja, eine klare Empfehlung, klar. Aber es kommt natürlich auch von Fans von uns natürlich, die natürlich King of Tokyo lieben und nach wie vor immer wieder spielen. Das muss man auch mal deutlich sagen. Also deswegen lohnt es sich für uns und ihr müsst natürlich auch für euch entscheiden, ob ihr so oft spielt, dass ihr hier praktisch eine weitere Erweiterung benötigt oder braucht. Aber ich glaube, die nötigen Infos habe ich jetzt euch in diesem Video geliefert. Ansonsten, wie gesagt, schaut gerne mal unten in die Beschreibung rein, wenn ihr euch das Spiel oder andere Produkte holen wollt. Dann unterstützt ihr uns, unabhängig davon, ihr bezahlt auch nicht mehr. Ich wiederhole das zwar, aber das wäre super, wenn der eine oder andere uns auch weiterhin unterstützt und vielleicht auf die eine oder andere Plattform, wie unten in der Beschreibung ist, aufspringt. Darüber freuen wir uns sehr. Jetzt beschließe ich das Ganze. Kommen nämlich die Kinder gleich wieder und dann wollen wir wieder was zocken. Ich sage tschüss, macht's gut, bis bald. Ciao.